Kommen wir heute zum Dossier des Eurypterid. Er ist ein Carnivore, also ein Fleischfresser, und sein Temperament ist aggressiv, wenn man sich ihm nähert. Ihr könnt ihn weder zähmen noch reiten. Ein Eurypterid kann nur in den tiefsten Tiefen der Gewässer gefunden werden. Sie sind gefährliche und anpassungsfähige Arthropods, also Gliederfüßer. Ein Eurypterid hat selten Schwierigkeiten, Futter zu finden, um sich selbst wohlgenährt zu halten, selbst unten am Meeresboden. Während ein Eurypterid nicht intelligent genug ist, um gezähmt zu werden, heißt das nicht, dass sie keinen Nutzen für einen Tribe haben. Sie sind eine wunderbare Quelle für Chitin und ihr Verdauungstrakt enthält oft Silica Pearls. Manchmal haben sie sogar seltene Black Pearls, die zur Herstellung mysteriöser Technologien benötigt werden. Dies alles macht den Eurypterid zu einer der wertvollsten Kreaturen der Insel. Die Gefahr eines Eurypterid geht nicht direkt von seiner rohen Stärke aus, sondern von der Kombination seines sehr defensiven Hautpanzers mit einem starken lähmenden Gift. Der Stich eines Eurypterid erhöht den Torpor, während er zeitgleich Stamina senkt, sodass sein Gegner schnell unfähig ist, sich zu verteidigen.